Im Verborgenen ist der Mensch oft bereit, Dinge zu tun, die er in der Öffentlichkeit niemals tun würde. Man würde sich schämen, einige Sachen vor den Augen eines anderen zu machen. Doch in der trügerischen Abgeschiedenheit, im eigenen Zimmer, verschwindet die Scham und das Verwerfliche zeigt sich. Es gibt immer diese Momente, in denen man sich unbeobachtet fühlt. Doch es gibt immer einen, der genau mitbekommt, was man gerade macht. Die Rede ist nicht von den Engeln, die dich begleiten, dem Shaitan, der dich verlocken möchte, und auch nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt noch jemand anderen. Dieser Beobachter wird sich erst am Tage des Gerichts zu erkennen geben. Dies ist das Höllenfeuer, welches euch angedroht wurde. Brennt heute in ihm dafür, dass ihr ungläubig wart. Stellt euch dieses Szenario einmal vor. Stellt euch vor, ihr werdet derjenige, an den diese Worte gerichtet sind. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir das Höllenfeuer. Es ist rasend vor Wut und zerstört alles, was es einmal erfasst hat. Dir wird verkündet, dass du nun dort eintreten musst und es gibt keine Möglichkeit zu flüchten. Was würdest du in so einem Moment tun? Was würdest du machen, um dieser misslichen Lage zu entkommen? Mit Sicherheit würdest du dich beklagen, dich entschuldigen für das, was du getan hast, Ausreden suchen und Versprechungen machen, um dich irgendwie aus dieser Situation zu befreien. Doch Allah subhanahu wa ta'ala spricht, heute versiegeln wir ihre Münder. Kein Klagen, keine Entschuldigung, keine Ausreden und keine Versprechen werden an diesem Tag akzeptiert. Und genau dies ist der Moment, an dem sich unser stiller Begleiter zu erkennen gibt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, jedoch ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße werden all das bezeugen, was sie erworben haben. Subhanallah, der eigene Körper wird Zeuge darüber sein, was man selbst getan hat. Er ist ein ständiger Begleiter und zugleich das Werkzeug, mit dem die Sünde begangen wurde. Der Diener Allahs wird sich wundern, warum sein Körper gegen ihn selbst aussagt, obwohl das die Hölle für ihn bedeuten wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, was der Diener daraufhin sagen wird. Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen, Allah, der alles sprechen lässt, hat uns sprechen lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und ihr pflegtet euch nicht so zu verstecken, dass euer Gehör, eure Augen und eure Häute nicht Zeugnis gegen euch ablegten. Aber das lag daran, weil ihr meintet, dass Allah nicht viel wisse von dem, was ihr tut. O Muslim, du musst wissen, dass du unter ständiger Beobachtung stehst. Man wird nicht einmal für eine Sekunde aus den Augen gelassen. Die Wahrheit wird spätestens am Tage des Gerichts offengelegt. Und wenn du nicht selbst bezeugst, so wird Allah Zeugen hervorbringen, die die Wahrheit ans Licht bringen. Und selbst wenn es keine Zeugen gäbe, so ist es Allah, der uns immer sieht. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Und Allah genügt als Zeuge.